Willkommen zu Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Hier ist wieder Gonzo. Wir gehen jetzt sofort mal wieder rein ins Bossgebiet, wo einige Gegner hoffentlich schon wieder despawned sind. Einige wieder weniger. Ich kann weniger gebrauchen. Ich will, dass es weniger werden, weil dann kommen wir nämlich viel schneller, viel leichter zu Alon durch. Meine Kollegen sind dann auch viel entspannter und stärker und können es viel besser mit Alon aufnehmen. Bleibt zu hoffen, dass das bald eintritt und wir die ganzen garstigen, nervigen Gegner los sind. Ich sehe, der Erste da hinten steht noch. Also der, nicht der Erste, aber der Erste, den ich sehe, den sehe ich. Ganz klar. Gut, da ist nichts Gefährliches. Hier vielleicht noch, kommt hier wieder einer. Die sind jetzt scheinbar weg. Der hier nicht. Ja. Wie ist denn der gerade weggezuckt? Habt ihr das gesehen? Der ist ja... Okay, da kommen meine Kompagnons und die machen ihn platt. Geschafft. Nehmen wir mal so ein kleines Steinchen wieder. So. Da steht der nächste. Warum steht ihr noch da? Bam. Wunderbar. Okay, nicht so schön, dass ich getroffen wurde. Hier, aber... Wie wir ihn erwischt haben, das war schon schön. Oh, jetzt... Lauf doch nicht in die Feuerbälle. Das sage ich und gehe hinein. Aua! Drecksack. Okay, gehen wir entspannt wieder zurück. Gehen wir ganz entspannt zurück und heilen mich. Idle, du darfst kämpfen. Du darfst von mir aus da reingehen und dein Leben riskieren. Ich wollte in diese Tür. Lasst mich doch mal in die Tür. Wir mussten leider sehen, diese Steine sind im Bosskampf echt beschissen. Die heilen wirklich blöd. Viel zu langsam. Dafür hat der Boss ein viel zu hohes Schadenspotenzial. So, diese Folge wird vielleicht ein bisschen kürzer. Ich habe ein bisschen getrödelt mit den Aufnahmen. Das ist meine letzte Aufnahme für heute. Und... Naja. Vielleicht dann ein bisschen kürzer. Je nachdem, ob wir gewinnen oder verlieren, ist es ja auch irgendwie... Naja. Vielleicht ergibt sich diesmal nichts. Aber hey, die Leute fangen an zu despawnen. Wir wissen jetzt, dass wir immer besser vorankommen. Das ist doch schon mal was. Fehlt da jemand? Ist denn schon jemand hier despawned von euch? Von meinen Kollegen? Komm mal her. Komm du mal her. Komm hierher. Oh, jetzt sind wir alle drei. Alle drei zusammen. Wenn wir hier rechts lang laufen, soweit ich das richtig begriffen habe, wird uns der Bogenschütze nichts anhaben, der Rote. Stimmt denn das? Und wir können hier ganz in Ruhe den hier zerlegen, weil der andere Bogenschütze uns nicht ins Visier nehmen kann. Geil. Hat funktioniert. Oh, jetzt der hier, komm. Dann komm doch ruhig hier in meinen prominenten Bereich, in die Seite. Yeah! Zwei gute Treffer gelandet. Und der Gegner löst sich quasi auf. Okay, das war jetzt knapp. Dieser eine hat sich aufgelöst. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt, ein paar Steinchen nachzuschieben. Steinchen. So. Aua. Ein paar Feuerbälle abzubekommen. Ich glaube, er war gerade auf Klo. Katerchen war gerade auf Klo. Kommt hier rein, stolziert, wenn der jetzt seine Kacke irgendwo hinschmiert. Ich musste den ganzen... Couchbezug wechseln. Wir haben, als wir die Katzen geholt haben, einen Couchbezug geholt, damit die Couch schön sauber bleibt. Aber irgendwie gestern hatten die eine ganz fäkale Phase. Wow. Und hatten wir die ganze Zeit Kackeschmierereien auf der Couch. Der Kater hatte Kacke im Gesicht. Das ist ganz seltsam. Irgendwas stimmt da nicht. Die mögen es doch auch nicht, in ihrer eigenen Kacke zu leben. Das kann doch nicht sein. Die sind ja selber kein Fan von. Wow. Okay. Glück gehabt. Jetzt hängen sie beide an mir. Die sind gerade fuchsteufelswild. Wird gleich Zeit fürs Fresschen auch. Die werden nämlich mit den Kindern gefüttert. Nicht mit den Kindern gefüttert, aber die Kinder bekommen Frühstück. Die Katzen bekommen Frühstück. Jeder bekommt Frühstück. Nur ich habe mein Frühstück schon. Und manage das alles.
ein bisschen meine Ausdauer regenerieren. Okay, da kommt er jetzt auf mich los. Ausdauer regenerieren. Super. Und Schild hinhalten. Oh Gott, ich wollte gerade wegrollen. Wäre ich weggerollt, hätte ich voll Schwierigkeiten gehabt. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Speer ist leer. Jetzt schön blocken, Waffe wechseln und hoffen, dass er jemand anderen... Uah, da sifft sie mich von der Seite an, niest mich voll. Habt ihr das gehört? Das ist wirklich das Dreckigste. Katze. Es ist... Boah, es ist... Es ist fies. Mitten im Bosskampf sifft sie mich von der Seite an. So, ich glaube, der kann die gar nicht aufspießen, ne? Der kann meine Kompagnons nicht spießen, um sich zu verstärken. Dafür braucht er mein Blut, glaube ich. Echtes Blut, kein Phantomblut. Okay, der hat noch viel zu viel Lebensenergie, finde ich. Dann müssen wir ein bisschen was tun. Macht eigentlich diese, machen diese dunklen Dinger gut Schaden? Ich meine, da ich so viel auf einmal schießen kann, zählt das? Wow, wollt ihr auf mich losgehen? Mach du mal deine Combo da. Gegen die anderen. Und wir nehmen jetzt mal den harten Speer. Oh, da weicht er voll aus, die Sau. Ich werde mal ein Kraut dagegen nehmen. So. Jetzt geht er erstmal auf mich los. Mach mal. Und jetzt mal wieder auf die anderen. Und ich behake dich ein bisschen. Nein! Nein! Ah, verdammt! Verdammt. Oh Mann. Da habe ich es verkackt. Jetzt habe ich es verkackt. Der macht jetzt meine Kompagnons alle direkt fertig. Keine Chance mehr. Solange sein Buff anhält. Dreht er sich wieder zu mir. Oh, die Sau. Diese Sau. Jetzt komm auf mich. Komm auf mich. Ach, Mann. Jetzt wäre es mir doch lieber, wenn er versucht, mich zu killen. Als wenn er sofort meine Kompagnons erledigt. Wow. Da habe ich gerade rechtzeitig das Schild noch hochbekommen. Da hatte ich echt Glück. Könnte der Buff bitte ein bisschen kürzer gehen? Ich könnte darauf verzichten. Ich könnte jetzt ein bisschen auf diesen Buff verzichten. Ey, gut gemacht, gut gemacht. Ihr habt ihn gestunt. Perfekt. Wow. Das ging zum Glück daneben. Jetzt haben wir wieder eine Chance. Guck mal, ich habe 40 Kugeln. 40 Kugeln und ihr seid gleich Geschichte, aber... Laurie Stahlwill hält noch ein bisschen aus. Jetzt sollten wir ihn gleich haben, komm. Was kann da noch schief gehen? Was kann da noch schief gehen? Ja! Ja! Verdammt, ja! Boah. Geile Scheiße. Wenn ich jetzt die Emojis rufen könnte hier... ...226.000 Seelen haben wir. Schade, wir haben es nicht geschafft, alle Gegner despawnen zu lassen. Das hätte mir Freude bereitet. So ein bisschen. Muss ich zugeben, ja. So, wir kehren zurück. Raus aus dem Traum. Aus ist der Traum. Und mit diesen vielen Seelen, würde ich sagen, da ploppen wir ein paar Boss-Seelen und dann habe ich auch wieder genug fürs Level-Up. Meine Fresse. Wow. Hammerhart. Super. Puh. Was brauchen wir zum Aufsteigen? 344.000. Dann gehen wir doch mal hier ins Inventar. Und wo waren denn die Boss-Seelen? Hier, das sind schon alle. Wir haben sogar ein paar andere. Nehmen wir so eine. 2000, das ist ja mal nichts. Danke. Eine Chandra-Seele, ich glaube, die brauche ich nicht mehr. Einfach mal 30.000, naja. Elana-Seele. Wir bekommen die Asche-Prinzessin-Seele ja nicht nochmal. Geht ja nicht.
Dafür haben wir ja diese Keile nicht mehr. Die DLC-Bosse geben aber wenigstens ordentlich Seelen. Ja, fast. Der Drache Sinn. Ein bisschen mehr noch. Thronwächterseele. Wir haben ja noch den Boss, ne? Den Boss müssen wir noch besiegen. Den Scholaren. Jetzt erstmal zurück nach Majula. Das ist, glaube ich, ein... Majula ist ein Befehl auf Twitch im Livestream. Ihr gebt einfach ohne Ausrufezeichen einfach nur kleingeschrieben Majula ein und könnt damit einen Satz triggern. Ganz einfach. Bearer of the curse until hope. Until hope. Jetzt sagt sie es nicht mehr. Sieg lässt. So, mir wurde geraten, den Anpassungswert zu erhöhen. Wo sehe ich denn jetzt meinen Beweglichkeitswert? Finsternis, Balance, Belastung. Balance. Über Balance müsste da eigentlich sein, oder? Nee, Beweglichkeit da. Doch, in der Mitte über Balance, nicht bei Verteidigung Balance. Wir bleiben immer noch auf 105. Oh Mann. Wie hoch muss ich das leveln? Kann ja ewig dauern. Die Frage ist, wohin als nächstes? Ich weiß, wem ich gerne einen Besuch abstatten würde. Wir haben Alon geschafft, dann bleibt uns noch der Rauchritter. Danach bleiben uns noch die beiden Chaoskätzchen und der Chaoskönig. Bei Sin habe ich bereits alle Bosse besiegt. Im ersten Dungeon. Das Problem? Wir haben die Riesen wieder. Die sind wieder da. Vorteil? Alle Keile sind benutzt. Und die können uns nicht mehr gefährlich werden. Diese Aschegötzen. Wow. Aua. Hätte ich vielleicht hier nicht machen sollen, gegen den kämpfen. Einfach durchlaufen, musste die Wiese sein. Beim letzten Mal habe ich den einfach despawned. Das war unnötig. Okay, das war jetzt auch total unnötig hier. Einfach durchrennen. Komm, wir rufen jetzt den ersten NPC und laufen dann einfach mal durch und gehen in den Bosskampf. Mal gucken, was da passiert. Beim Bosskampf weiß ich es nicht mehr. Was war von Vorteil? War es das schwarze Schwert oder war es das Magieschwert? Das weiß ich nicht mehr. Was war gewinnbringender? Diese Speere? Was hat funktioniert? Komm einfach mit. Ellie. Ist Ellie Stahlherz verwandt mit Laurie Stahlherz? So, wir rennen einfach durch. Komm. Kanimani, komm mit. Charmeleon aus der Tiefe. Wir rufen ihn. Schon mal zwei winzige Schläge haben wir geschafft. Wow. Genau. Geluau Verteidigung. Wow, was? Och, guckt euch den Schaden an. Das ist doch unmöglich. Unmöglich, dieser Drecksack. Haut sogar durch meine Verteidigung durch gerade. Unmöglich. Diesmal müssen wir aber nicht darauf achten, dass er sich irgendwo heilt. Das kann er nicht. Ist er noch resistenter geworden? Der zockt uns trotzdem Lebensenergie ab. Das ist doch nicht möglich. So. Tut euer Schlimmstes, ihr beiden. Ob ich ihn hier kiten kann? So richtig geil. Ich glaube, in seiner zweiten Form macht er mich platt, ne? Da habe ich keine Chance. Da hat er doch so viele Elemente in seinem Schwert, dass ich das unmöglich blocken kann. Wow, da kommt der auf mich zugelaufen, der Kerl. Wow. Okay, versuch mal jemand anderen zu töten.
der hat immer noch so viel Lebensenergie. Okay, komm, da habe ich es wieder festgesteckt irgendwo. Feststecken gab es doch schon vor Bloodborne. War aber damals nicht so schlimm. Nicht ganz so tödlich. So. Was kann die Dunkelheit beim Ausrichten? Solange er mich jetzt nicht anvisiert. Oh, Fug. Jetzt kommt er mit seinem harten Schwert an. Ja. Jetzt ist er wieder ein Stückchen schwerer. Wow. Richtig große Reichweite. Erwischt einfach mal alle. Wow. Nein! Ach, dass der mich trifft, wusste ich nicht. Dass der letzte mich trifft, wusste ich jetzt nicht. Auf diese Distanz. Okay. Scheint aber alles machbar zu sein. Gar nicht mehr so schwer irgendwie. Solange ich es rechtzeitig schaffe, auszuweichen, diesen letzten Attacken. Weil die ersten Attacken kann man alle blocken, aber dieses Megaschwert am Ende, dem muss man nur noch gekonnt ausweichen können. Dafür lässt es sich aber nicht mehr blocken. Dafür ist es zu krass. Hier kann ich durchlaufen. Okay, ich war zu nah beim Monster dran letztes Mal. Da wurde ich ein bisschen langsamer. Hallo? Kanimani aus der Tiefe. Komm. Vielleicht soll ich meine schnellen Kugeln am Anfang verwenden. Ich weiß es nicht. Dunkelheit ist gut gegen ihn. Meine ich doch. Relativ gesehen. Bong. Richtig harter Schlag hier. Der hat einen richtig harten Schlag, der viel zwiebelt. Aber ich zerhacke ihn Stück für Stück mit meinen Attacken. Was war das denn jetzt bitte? Der hat Kirillien erwischt. Mein Kanimani. Kanimani aus der Tiefe. Ich will auch mal, komm. Ich will ihn hier mitschlagen. Joa. Joa. Guckt euch den Schaden an. Nicht von schlechten Eltern. Ach komm. Muss er nicht gleich weglaufen hier. Sei nicht so ein Boss. Der sieht ja schon mal richtig gut aus. Guckt euch das doch mal an. Was der hier an Schaden schlucken muss. Jetzt mal hier die harten Dinger. Holen wir die harten Bandagen raus. Besonders jetzt. Oh, er meint sich zu buffen. Wow. Jetzt erstmal heilen. So. Zwei Estus am besten. Solange es noch geht. Und die harten natürlich. Wow. Boah, was macht das für einen Schaden? Der kommt natürlich sofort auf mich los jetzt. Da muss ich jede Gelegenheit nutzen, ihn zurück... Boah, hole direkt Kirillien weg. Der hat's auf mich abgesehen, ne? So. Das war gerade eben war die zweite Phase, aber leichter. Jetzt geht er hier richtig auf meine Kollegen los. So. Der hat noch zu viel Lebensenergie, als dass ich ihn alleine schaffen würde. Da hänge ich hinten an der Wand. Ich bin sogar... Ich gehe mit dem Körper zurück vom Mikrofon. Wow, okay. Trotzdem derben Schaden gemacht. Super! Hat die den kurz mal... Hat die den kurz sogar gestunt bekommen? Wow, nein. Nein, nein! Nein heißt nein. Nein heißt auch bei mir nein. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Wow, was war das denn bitte? Was war das? Nein, oh Fug. Ich hab's geschafft, der einen Attacke auszuweichen. Aus nächster Nähe, das geht.
Die trifft einen gar nicht so leicht. Der hebt das Schwert viel zu hoch. Da hätte ich ihn zerzwiebeln müssen. In dem Moment, wo ich vor ihm stand, hätte ich einfach draufholzen müssen. Aber nein, ich war zu gebannt von dem, was passiert. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Macht's gut. Ciao. Bye bye. Euer Gonzo aus Dark Souls 2 Scholar of the First Sin.